ZSL1 TV Update wird Ihnen präsentiert von Swiss Life und dem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Und wieder geht's gegen Lugano, der gleiche Gegner, wo ZSL1 ja schon am Samstag geschlagen haben, auswärts in der Essiga. Hoffentlich kommt es heute im Hallenstadion genau gleich raus. Die Mannschaft von Mark Crawford spielt auch mal in der genau gleichen Formation wie vor 3 Tagen im Tessin. ZSL1 gegen den HC Lugano, jetzt geht's los. Lugano hat das erste Drittel 1-0 gewonnen, ZSL1 nicht wirklich vom Fleck gekommen. Aber jetzt fällt der 1-2 Ausgleichstreffer durch den Austin Matthews. Eine herrliche Einzelleistung, 3 Minuten im zweiten Drittel sind gespielt. Neuer Spielstand 1-2. Und es kommt noch besser für ZSL1. Der Jan Neuenschwander trifft die Unterzahl. ZSL1 haben den Match nicht ausgeglichen, sondern liegen jetzt auch vor. Dank dem Shorthander von Jan Neuenschwander. Ja, das Mitteldrittel hat es in sich. ZSL1 treffen schon wieder. Das Mal ist es Robert Nilsson. Er hat ja auch ein bisschen Kritik einstecken. Und das ist seine Antwort hervorragend gemacht. ZSL1 führt nach 33 Minuten 3-2. Ja, so haben wir es gerne. Also das Mitteldrittel gegen Lugano, das bleibt uns in Erinnerung. Das vierte Goal für ZSL1 und wir haben Doppeltorschütz, der Austin Matthew Machs. Herrlich bedient vom Robert Nilsson. Das Mitteldrittel, das haben wir gerne und vielleicht gibt es ja nochmal eins. Neuer Spielstand nach 37 Minuten. ZSL1 4, Lugano 1. Ja, am Schluss ist es noch eine enge Kiste geworden. ZSL1 haben gewonnen, aber Lugano ist noch mal hergekommen. Es hat am Schluss einen Empty-Netter gebraucht von Ryan Shannon, der es 5-3 gemacht hat. Und bei uns im Interview ist jetzt Jan Neuenschwander ausgezeichnet als cooler Scorer. Das erste Goal die Saison für ZSL1, ein Shorthander, ein wichtiges Goal. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du die Szenen erlebt hast. Ja, ist alles sehr schnell gegangen. Ich meine, wir haben ein Boxplay gehabt. Ich habe nur gesehen, dass der Keller am Verteidiger den Böck vorbeischippen kann. Wir gehen 2-1 und er spielt mir sie super rüber. Und dann habe ich eigentlich nur noch Augen zu und drauf gehauen. Ist das etwas, was er einstudiert? Also, dass du in so einer Szene mitführen gehst, wenn er in Unterzahl sind? Oder musst du immer ein bisschen auf die Intuition auch gehen und schauen, wo stehen die anderen? Ja, schon ein bisschen das Gefühl. Ich meine, weil im Boxplay kann man nicht allzu viel riskieren. Aber wenn man ein bisschen Luft sieht und das freie Eis, dann muss man die Chance packen. Weil eben, so Goal könnte auch wichtig sein. Wir haben ein gutes Drittel heute Abend gezeigt, ein überragendes Drittel und sonst war es wieder ein bisschen holprig gewesen. Was hast du das Gefühl, warum klappt es einfach nicht über 60 Minuten immer gleich gut spielen? Ja, das ist schwierig zu erklären. Ich denke, im ersten haben wir wirklich wieder nicht so gut angefangen. Sie haben sich ein bisschen zu viel spielen und ihre Stärken ausspielen. Und ja, ich glaube, wir dürfen die einfachen Sachen besser machen. Nachher haben wir wieder ein bisschen nachlassen, nachdem wir so viele schöne Goal geschossen haben. Und das darf einfach nicht passieren. Wir müssen unsere Spiele über 60 Minuten probieren durchzuziehen. Alles klar und nochmal herzliche Gratulation zum ersten Saison. Danke vielmals. Das also der Jan Neuschwander, der heute sein erstes Goal geschossen hat in dieser Saison für ZSL1. Heute nur ein Interview mit dem Spieler. Weil wir jetzt noch mit dem Macher vom ZSC den Film reden. Einmalige Möglichkeit auch für euch ZSC-Fans, um euch verewigen auf den Film. Wie das genau funktioniert, das lassen wir uns jetzt erklären. Das sind es also, die Macher von ZSC den Film, der Sandro und der Roman. Roman, du hast Regie geführt. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was uns erwartet in dem Film? Was sehen wir? Wir sehen eigentlich die ganze Geschichte vom ZSC bis zu den ZSC Lions. Also alle grossartigen Erfolge, aber auch die schwierigen Zeiten, wie die ganzen Liftjahre und so, aber natürlich auch dann die Highlights wie im 92, wo man im Playoff das Grande Lugano rausgetatscht hat. Oder auch im 2000, wo man den sensationellen Titel nach 39 Jahren eingefahren hat. Das sind einfach so Momente, emotionale Dinge, die man einfach wieder gesehen werden und die wieder erlebbar werden. Und das geht nachher bis heute in die Gegenwart und bis 2016, wo man den nächsten Titel holt. Und wir können auch nicht mehr aufhören zu schauen, wenn es so viele schöne Bilder gibt. Sehr schön. Der Sandro ist der Mann hinter dem Film und weiss auch,
zu erzählen, wie dass er finanziert ist worden und wie ihr, liebe ZSC-Fans, die Möglichkeit habt, Teil von dem Film zu werden. Ja, es ist so, dass wir den Film selber finanzieren. Wir haben zwar grosse Unterstützung von der ZSC Lions im Bereich Promotion und sonst suchen wir selber das Geld für das. Der eine Teil ist der DVD-Verkauf. Wir haben auch Sponsoren und dann hoffen wir jetzt auch Fans, die das in einer Art Crowdfunding auch unterstützen. Fans, die die Geschichte vom ZSC am Herzen liegt und wir ihnen Möglichkeit geben, sich im Abspann zu verewigen. Die Aktion läuft noch bis am 26. Oktober und für einen gewissen Betrag kann man sich im Abspann mit dem Namen verewigen oder jemandem, der Fan ist, ein Geschenk machen und ihn überraschen oder sie überraschen, wenn sie dann im Abspann von dem Film vorkommt. Wenn ich als Fan jetzt das Gefühl habe, oh leck, ja genau das will ich, habe ich immer schon mal wollen, was muss ich konkret machen? Relativ einfach mit dem Internet heute www.zscfilm.ch und dort kann man nach das bestellen, kriegt nach einer Rechnung und alles ist gut. Oder auch über die Seite von der ZSC Lions kann man auch den Einstieg haben auf die Seite. Vielleicht brauchen wir das dann nachher nicht mehr. Wie kommen wir dir als Bündner dazu, einen Film über die ZSC zu machen? Wir sind ursprünglich aus Arosen. Und Arosen hat auch eine traditionelle Geschichte und vom Hockey her. Und irgendwann sind ein paar Arosen auf Zürich gegangen und haben den Club gespeist. Und darum haben sie zum Teil auch Erfolg gehabt, weil man damals gesagt hat, der ZSC ist auch ein Teil ein Bündner-Club sozusagen. Und das war für uns naheliegend, dass es unsere Wahlheimat da, wo wir sind, wo wir daheim sind jetzt, dass wir eigentlich einen Teil von unserer Heimat hier im ZSC gefunden haben. Und darüber müssen wir eine Geschichte machen.